Hi Leute, hier ist LineGames und ich heiße herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Werkfeuerwehr Simulator 2014. Letztes Mal waren wir mit dem Drehleiter-Korbfahrzeug Florian 8 unterwegs und da ist uns der Tankschlauch im Fahrzeug stecken geblieben, als wir tanken waren. Und waren halt dann, ja, den Rest sind wir halt dann mit dem Tankschlauch im Tankloch oder wie man das nennen soll, halt so, da, ja, durch die Gegend gefahren. Und heute werden wir mit dem Turbolöscher Florian 9 unterwegs sein. Dann schauen wir doch mal, was uns heute, ja, alles erwartet, was heute so alles passiert. Letztes Mal wurden wir auch noch durch die Luft katapultiert und so. Also mal schauen, was heute passiert mit dem Turbolöscher. Das Einzige, was uns mit dem Turbolöscher jetzt, ja, so Lustiges, Spannendes passiert ist, ist, dass er uns, ja, weggefahren ist, weil wir das System abgebaut haben und ausgestiegen sind. Aber sonst ist bis jetzt noch nichts anderes passiert, oder? Ja, soweit ich mich erinnern könnte. So, konnte, weiß. Soweit ich noch in die Vergangenheit mich erinnere. So, jetzt aber mal wieder runter zum Fahrzeug, den Check erledigen. Und ja, heute haben wir wieder Regenwetter. Und dann gucken wir doch mal, ob das Fahrzeug soweit bereit ist für die Einsätze. So, Achtung, lasst uns durch. Dankeschön. Ganz nach hinten einmal durch. So. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Da steht er, Florian 9. Einmal eingestiegen. Licht, Blinker, Blaulicht und Sirene. Und das geht alles wunderbar. Check bestanden. Ah, wir könnten auch mal Diesel tanken. Und dann, ja, werden wir danach, wenn ich wäre auch jetzt schon einsatzbereit, nur zur Sicherheit tanken wir einfach mal Diesel. So. Und los geht's. Mal schaffen die Kurve nicht zu schnell fahren, sonst kommen wir nicht rum. So, das hat geklappt. Und dann los. Dann geht's ab zur Tankstelle. Der hat sich anscheinend gerade in ein frisch asphaltiertes Stück reingestellt, deswegen kann er sich nicht mehr bewegen, der eine Werksfeuerwehrmann. Oh, und das war wohl etwas zu weit gedreht. Wieso fahre ich jetzt rückwärts? Ah, egal, scheiß drauf. Dann halt mal rückwärts zur Tankstelle, auch mal was Neues hier. So, wir testen mal, wir reizen heute mal den Rückwärtsgang auf 60 km/h. Und er beschleunigt weiter, 65 hat er gerade drauf gehabt, hier Highspeed. Mit Highspeed zur Tankstelle. So. Gleich sind wir da. Achtung! So, und dann einmal hier reinstellen. Da der Pfeil sagt uns ja, dass wir hier hin sollen. Und dann einmal abstellen. Aussteigen. Licht kann man ruhig anlassen. Ja, das war die falsche Seite. Hier müssen wir hin und hier sollte auch der Ding sein, Tankdeckel. So, wie mache ich das jetzt, dass der Tankdings drin steckt? Halt? Ja. Und so bleibt. Das heißt, wenn ihr tankt und dann, während ihr E gedrückt haltet, zum Fahrzeug geht und dann irgendwann tankt ihr dann nicht mehr, wenn ihr E gedrückt haltet, wenn ihr irgendwie zu weit von der Zapfsäule entfernt seid. Und dann bleibt dieser Schlauch da im Fahrzeug stecken. Dann müsst ihr rein, dann könnt ihr, wenn ihr dann weiterfahren wollt und mit dem Schlauch unbedingt drin, könnt ihr dann einsteigen und dann bleibt dieser Schlauch da drin stecken. Sieht schon irgendwie dämlich aus. Und dann könnt ihr ihn hoffentlich auch wieder wegmachen. Ja, genau, indem ihr einfach so dann hier ist er dann nicht mehr da, der Schlauch. So, dann tanken wir jetzt aber mal voll. Genug rumgealbert. Ja, am Tankautomat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diesel, wir haben jetzt schon. Es geht nicht mehr weiter, müssen erst wieder rangehen. Ja, ein Stück zu weit weg, dann tankt er nicht. So, 13 Uhr haben wir mittlerweile. Boah, das dauert ja ewig, bis er getankt hat. Aber genauso lange dauert es auch, bis der Tank leer ist, von daher. So, und wir warten, warten. Boah, man, dauert das immer lang mit dem Tanken. Tankt er noch? Ja, er tankt noch. 40 Liter haben wir jetzt schon getankt. Ja, es ist ja auch echt ein Riesenteil. Ja, der braucht halt viel Diesel und der Tank ist halt auch riesig. So, gleich haben wir es aber geschafft. Wir sind jetzt bei 55, 56, 57, 58, 59, 60 Litern. So, und gleich haben wir voll. Also, jetzt ist er voll bei 70 Liter ungefähr. 68,2. So, dann einmal eingestiegen, wenn wir die Tankklappe geschlossen haben. Diesmal ohne Tankschlauch weiterfahren. Und wir fahren zurück zur Wache, würde ich sagen. Diesmal aber, ja, vorwärts und nicht rückwärts. So. Oh, nee.
fahren hier, wie wir immer fahren. Ich habe gerade überlegt, ob wir rechts fahren. Ne, wir fahren aber jetzt hier lang. So, da vorne einmal rechts abbiegen, also rechts blicken, nicht drehen. Boah, gut manövriert. Achtung! Oh, scheiße, ich wollte dann rechts, eigentlich an dem rechts vorbei und nicht gegen die Ampel fahren. So, 15 Uhr haben wir jetzt mittlerweile und es ist noch nichts passiert. So, also hier rein, das Tor ist auf der anderen Seite noch auf. Achtung. Was labert der? Was laberst du, hä? Den verstanden? Und da kommt schon was. Ölraffinerie, starke Rauchentwicklung. Wir fahren jetzt besser hier geradeaus raus. Das ist der schnellere Weg für uns. So, ja, es dröhnt und dröhnt überall. Das meinte ich einfach. Letztes Mal, da waren wir an der Tankstelle und dann kam der Einsatz und dann warst du total still. Einsatzbefehl für Florian 8. Starke Rauch, bei der Dings wurde stark und hier ist man so an der Wache so. Das ist ein totaler Unterschied. So, jetzt aber schnell zur Ölraffinerie. Zoomen mal raus, ist da vorne, okay. Ja, hier links. Hier fahren wir echt fast nie lang. So. Aber gut, das ist halt für uns der längere Weg. So, oh, da hinten sehen wir es schon brennen und jetzt sehen wir es nicht mehr brennen. So, jetzt aber Flotti Karolli dahin. Einmal hier durch die Bäume, das ist natürlich jetzt der falsche Weg, den wir gewählt haben. Das war echt der falsche Weg. So, Praktikant, das wird spannend. Was brennt denn heute? Och, Kenschens minder. So, jetzt aber. Wo ist es denn? Das ist da vorne, direkt hinter der Kreuz, also direkt hinterm Gebäude hier. Da brennt's. Oh, da, da oben die Tanks brennen. Okay, wir stellen uns am besten hier hin, da haben wir die perfekte Angriffs. Position, ja, das sollte so gut sein. Ja, so kann man das gut machen. So kann, können wir gut gegen den Brand vorgehen. So, sieht schon mal. Ja, ich finde Turbolöcher, gehe ich mal von aus, wird es nicht so schwer sein. Im Hohlschallrohr, meiner Meinung nach nicht löschbar, weil die Tanks zu nah beieinander stehen. Da übertragen die das Feuer wieder und außerdem, wir haben ja letztes Mal mit dem Drehleiter Kopfahrzeug so Tanks gelöscht, die kann man mit dem Hohlschallrohr löschen, die sind nicht so groß, aber die hier sind viel größer und die kann man mit dem Turbolöscher dann richtig gut löschen. Glaube ich zumindest. Und wir gucken mal, ob es klappen wird, aber ich gehe mal davon aus. Ja, wunderbar, der eine ist schon gelöscht. Ah ja, ihr seht doch, das geht hier wunderbar mit dem Turbolöscher, aber mit dem Drehleiterkorbplatz, also beziehungsweise einfach mit dem Hohlstallrohr, beziehungsweise auch mit dem Dachwerfer oder so, gehe ich mal davon aus. No chance. So, jetzt brennt es auf dem anderen Dach, etwas niedriger noch. Das wird auch in 0,6 gelöscht. Was da drüben brennt auch noch, da ist nämlich noch Rauchwolken. Aber was brennt denn da? So, da unten das brennt noch. So, da kommen auch langsam die anderen Kollegen. So, da unten habe ich auch noch gebrannt. So. So, wir halten einfach mal so auf die Tanks drauf. Weil auf der anderen Seite brennt es auch noch. Ah ne, ich wollte eigentlich nicht die 4 aktivieren. So. Und wir gehen jetzt einfach mal. Oh, wo sind die denn hin? Hallo? Wir müssen mal gucken, was da brennt. Ob sich das lohnt, das System abzubauen. Sonst holen wir einfach ein Hohlstallrohr und löschen das. So, dann gucken wir doch mal, was da brennt. Das brennt. Nee. Oh, wow, da kommen wir aber nicht hin mit dem. Wir müssen extra einen Turbolöscher abbauen. Ach nee, kommt, wir holen jetzt. Aber wir bauen den jetzt einfach ab und danach holen wir schnell ein Hohlstallrohr, weil das Auf- und Abbauen dauert auch wieder so Ewigkeiten. So. Also gerade abbauen. Ja, der fährt uns halt dann gegen das Rohr, aber der fährt uns ja nicht ewig weit weg, von daher ist es dann kein Problem. So, gucken wir, was steht hier als nächstes. Florian 4, dann holen wir uns gerade von dem was. Das war die richtige Seite. Ja, alles klar, aber ihr könnt ja auch mal mithelfen, sehr schön. So, und da raucht's noch, ja, ja, und die stehen da drüben hinter dem Rohr. So gefährlich war das jetzt auch nicht da. Also hätten sie sich ruhig hier hinstellen können, Mensch. Die Schisser da. Mensch. Und sowas will sich Feuerwehrmann nennen. So ewig weit vom Brand wegstellen und Angst haben und nichts machen. So. Dann jetzt aber mal schnell zu unserem Fahrzeug zurück und dann zurück zur Wache, würde ich sagen. Und der erste Einsatz, ja, ist erfolgreich bekämpft geworden. Nun, ja, ist nun erfolgreich, ja. Erledigt. Das Feuer ist aus und wir fahren zurück zur Wache. Also Licht wäre natürlich nicht schlecht, ist schon relativ dunkel. 22 Uhr haben wir. Dann geben wir nochmal Gas und warten nochmal auf den nächsten Einsatz. Ich bin ja mal gespannt, was noch so kommt heute. So,
So, diesmal nehmen wir aber den besseren Weg. Wir fahren hier rechts lang. Letztes Mal sind wir ja, also eben vorhin sind wir den anderen Weg gefahren, der war etwas schlechter, weil halt, weil er halt nochmal diese stärkere. Oh, das war die falsche Seite. Nein. Weil es halt da. Ja, ich sollte vielleicht etwas öfters die Bremse verwenden. Ich gebe eigentlich nur Gas durchgängig. Ich bremse eigentlich gar nicht. So, ja, da war diese stärkere Kurve und da konnten wir halt dann schlecht lang. So, dann fahren wir zurück zur Wache. Achtung. So. Wow. Ja. Das war jetzt gar kein absichtlicher Drift, aber der war eigentlich ganz cool, weil der, das Fahrzeug ist nicht komplett stehen geblieben, sondern wir sind da leicht so rumgedriftet und dann, ja, kommen wir nach wieder aus der Fahrt weiterfahren. So. Stellen wir es doch mal gerade vor den Haupteingang. So, und gehen dann zurück. Gehen dann mal auf die Wache wieder. Wir stellen uns mal hier in Fahrtrichtung drunter. Also so, wie wir halt am besten wegfahren würden. Wir müssen uns nur erinnern, dass wir es hier stehen haben. Und das Licht machen wir besser aus, bevor am Ende die Batterie leer ist. So, hallo Chef. Hallo Chef. Wir gehen jetzt mal eine Runde schlafen, würde ich sagen. Legen uns mal aufs Ohr. So, einmal ganz hoch. So, und dann einmal hier rein. Na, das ist wahrscheinlich unser Kollege, der hier auch noch in dem Zimmer wahrscheinlich haust. So, und es ist 4 Uhr und es ist noch nichts passiert. Na, was wird denn heute noch brennen? Gucken wir doch mal im Leitstand vorbei. Und dann, ja, schauen wir mal. Es wäre natürlich cool, wenn dann hier auf einmal aus ist, dass man so sieht, dass man das so sehen würde, dass das Gebäude brennt. Ich glaube sogar rechts auf dem Monitor ganz, ganz rechts. Das ist sogar das Gebäude da, wo vorhin der Brand war, ne? Den Rest kann ich gar nicht so genau identifizieren, wo das war. Ich glaube aber, das kenne ich auch, das ganze links. Aber so genau kann ich gar nicht sagen, wo das alles ist. Na, fit? Ja, alles klar. So. Ah. Und noch 2 Stunden Dienst, heißt bin ich mal. Also es wird ja wohl hoffentlich noch ein Einsatz kommen, Mensch. Können wir da runterleuchten? Ja, das können wir in der Tat. So, dann gehen wir da nochmal runter. Oh Mensch, es kann doch nicht sein, dass nicht noch ein Einsatz kommt. Bitte. Oh, nö. Jetzt sind wir schon mit dem Sekundenturbolöscher unterwegs, mit dem geilsten Fahrzeug hier im Spiel und dann kriegen wir nur einen Einsatz. Der war zwar richtig cool, aber noch ein Einsatz würde natürlich nicht schaden. So. Ja, guck, bestaunt unser Fahrzeug, wie schön sauber es ist und wie schön das Fahrzeug ist. Na, ihr hattet noch nie das Privileg, den Turbolöschel zu fahren. Neidisch. Oh, wir wollen aber auch einen Einsatz haben, Mensch. Das ist dann auch irgendwie langweilig. Komm schon. Oh Mann. Okay, sieht schlecht aus, Leute. Sieht echt total schlecht aus, dass wir noch einen Einsatz kriegen. Die Wahrscheinlichkeit sinkt. Noch 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden übrig und wir kriegen keinen Einsatz. Schade. Dann war es das wohl heute nur mit einem Einsatz. Mal eine ganz besondere Seltenheit. Ja, weil sonst haben wir immer 3 Einsätze mit dem Turbolöscher. Heute 400 Punkte sogar weniger als mit dem Drehleiter-Kopfzeug. Aber ich gehe mal davon aus, in der nächsten Schicht fahren wir noch mit dem Turbolöscher. Wir wollen jetzt noch mal ein paar Einsätze mit dem Turbolöscher machen. Mensch, hier nur ein Einsatz ist ja ein bisschen wenig jetzt schon mal. Wir haben immer so 2 bis 3 Einsätze mit dem Turbolöscher. Es ist sogar eigentlich meistens immer 3 Einsätze mit dem Turbolöscher gehabt. Und jetzt sind es irgendwie nur, was heute nur irgendwie ein Einsatz, keine Ahnung wieso. Ist ein bisschen schade, aber gut. Kommt halt auch mal vor. Gibt's mal weniger, gibt's noch mehr Einsätze. Ist eigentlich total realistisch. Aber gut, das war's von diesem Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Leingemeins. Ciao und bis zum nächsten Teil.